Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zum ersten Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Hi. Ja, wir spielen das über eine spezielle Software lokal zusammen. Es war ein Krampf, das Ding einzurichten, aber ich habe es möglich gemacht, dass Sunny hier mitspielen kann. Es gibt bei dem Spiel zwei Arten, wie man zusammenspielen kann und lokal ist da besser. Ja, ein neues Mario ist draußen, Sunny und ich hatten Bock drauf, es wird Beef geben, wir werden uns gegenseitig die Klippen wahrscheinlich runterschmeißen. Ich werde einfach. Wie kommst du denn auf die Idee? Ja, dann würde ich einfach sagen, nehmen wir direkt los. Wie viele Spieler gibt es? Zwei. Oh, wir haben eine große Auswahl. Oh, bin ich, ich bin Mopsy, hellblauäffiger Yoshi. Mopsy! Blaue Tod, gelbe Tod. Yoshi und Mopsy nehmen keinen Schaden. Achso, das ist so gesehen Easy Mode. Okay, nutzen wir aber auch keine Power-Ups. Ne? Genau, wir wollen. Yoshi und Mopsy nehmen keinen Schaden, nutzen auch keine Power-Ups. Das heißt, wir können keine Power-Ups nutzen. Nee. Das heißt, wenn wir es nicht hinbekommen, ne? Nee, ist halt eher. Ich find's halt eher lame. Also, wenn, würde ich schon eine von der linken Seite nehmen. Ich fühle das einfach. Hast du gerade denselben Gedanken wie ich? Mario und Luigi? Du. Ja. Wie Mario Brothers. So, nicht anders. Ich setze dann extra noch so Mario Luigi Münzen auf den Thumbnail auf unsere Köpfe. Ja, das passt. Oder unsere Köpfe auf Mario und Luigi. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen, ne? Wir kommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung vom Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. So, kann ich dich hochheben? Nein! Hä? Du hast Pause gedrückt. Oh! Okay, R2 ist Pause, interessant. Okay, das ist das. Dann habe ich da was falsch eingestellt. Einen Moment. Was krabbelst du denn weg, Bruder? Warum darf ich nicht greifen? Es hat Zeit für Spaß, naja. Ich will Beef. Komm her! Oh! Oh, du hörst das nicht, aber es gibt einen Trompetenton, wenn man stampft. Ich habe es zwar Sunny möglich gemacht, dass er mitspielen kann, aber er hat momentan noch keinen Ingame-Ton. Ich versuche das noch in Zukunft zu ändern. Viel Vergnügen! Also, das ist das Blumenkönigreich. Ja. Super Mario Bros. Wonder. Du hast mir keinen Zugriff auf deine Maus gegeben, ne? Und deine Tastatur, oder? Nee, nur auf Controller. Gut, dann würde ich mal eben, glaube ich, nebenbei ein bisschen Musik anmachen, weil ohne das ist schon ein bisschen langweilig so. Ja, kannst du ja Mario Musik anmachen. Dann hast du das Feeling. Ja. Bis ich das gefixt kriege, dass du mithören kannst. Da kommt Kamek. Da ist Bowser. Sunny fängt Stress an. Noch mit öffnen wir so Mario Bros. Wonder Album auf. Siehst du das? Warte kurz. Ich sehe gerade gar nichts. Muss mir gerade erstmal anständig hier einstellen. Bowser ist ein Schiff geworden. Oder besser gesagt, eine fliegende Festung. Um Gottes Willen! So, jetzt bin ich wieder auf Parsec. What the fuck? Was zur Hölle sehe ich? Bin ich da sehend? Genau das denke ich auch. Das war mal Bowser. Der hat die Blume eingesammelt und dann hat er sich verwandelt. Schnell rein in die Hütte. Ja, genau so hat sich auch Bowser verwandelt. Es wird von der Macht des Sterns, der Sternblume berauscht. Den gönn ich dir zum Vorlesen.
Aber das ist dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Arm in unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen, gar nicht auszudenken, was er das anrichten könnte. It's me, Mario. Wie? Du möchtest helfen? Vielen Dank! Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Oh, wir kriegen einen Begleiter. Was sagst du? Wir kriegen einen Begleiter, der sitzt auf meiner Mütze. Oh! Da kommt die Yoshi-Armee. Die will uns zeigen, wie es richtig geht. Ich hätte schon Bock gehabt auf so einen Elefanten, Yoshi, bin ich ehrlich. Ja, so. Welt eines Röhrenfelsen. Oh. Da sprintet er voraus. Willkommen im Blumenkönigreich. Okay, ich sehe jetzt schon, dass da unten, das ist wahrscheinlich wie mit diesen Sternmünzen in den vorherigen Teilen. Ja, wahrscheinlich. Wir können ein Bildchen machen. Ach, wir können jederzeit hier auch die Charaktere ändern, wenn wir wollen. Aufsteller? Okay. Was ist Aufsteller? Was sind Aufsteller? Aufsteller kannst du überall in einem Level platzieren. Ein Aufsteller ist eine Markierung, die sagt, ich war hier. Okay, wenn man geduckt ist, X. Während des Online-Spiels kannst du von Spielern aus der ganzen Welt platzierte Aufsteller nutzen, um dich wiederzubeleben. Ach ja, das ist übrigens das, was wir meinten. Lokal kann er wirklich mitspielen, aber wenn man online mitspielen würde, dann wäre das so Dark Souls gleich wie da. Also offenbar ist das die Funktion, die wir hier gerade gesehen haben. Mhm. Da können wir bestimmt noch richtig coole Sachen freischalten. Ja dann, Sunny, let's go. Auf geht's! Let's go! Ich werde einen Arschbombe auf dir machen. Und wir versuchen immer alle diese komischen Münzen mitzunehmen, ne? Kann ich jetzt mit dir interagieren? Warum darf ich dich nicht ärgern? Oh! Die neueste Art von Kaiju-Blöcken. Ey! Ach so, wenn du aus dem Bild bist. War ich nicht. Doch, warst du. Oh! Was guckst du nach? Ich bin so gewohnt, mit der Taste jetzt die Stabattacke zu machen. Meins. Was kann ich damit jetzt? Oh. Ich schlag mit meinem Wurzel zu. Na, Bruder, das ist ein Mario-Block. Oh, guck mal! Du kannst dich mit Wasser auffüllen und das dann rumschleudern. Oh. Das ist cool. Die Goombas mögen das gar nicht. Meine Münze. Okay, die Zähnemünzen sind es, die wir haben wollen. Ist es so schön, die mit dem Riss hier wegzuschlagen. Kann ich auch hier auffüllen? Ja. Wir kriegen so viele von denen hinterher. Ach, wie lange haben wir auf so einen Mario gewartet, ne? Ja. Endlich sind wir ein Elefant. Werd nass. Du brauchst die Dusche. Selber. So, was passiert jetzt? Oh! Hui! Ich denke mal, die Dinger da sammeln. Hab sie? Guck mal! Die Röhre bewegt sich. Wir sind, glaube ich, im Lalaland. Meine Wundersamen erhalten. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe vorgelesen, was die Blume gesagt hat. Nur, wir halten anscheinend mit dem Elefanten hinten mehr aus als normalerweise. Nein! Nein! Ja! Ich war über dir! Ah, eine gibt's auch nur fürs Abschließen und eine muss man finden. Über dieses Reich, was wir gerade betreten haben. Aber wir haben eine dieser Zähnemünzen nicht mitgenommen. Das ist ein schönes Bild.
prima, wundersam, werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sag mal, wird auch noch mehr. Warte, ich guck kurz was. Dann ins nächste Level, würde ich sagen. Mich hätte jetzt noch interessiert, wo die letzte 10er Münze gewesen wäre. Achso, da können wir ja gleich machen. Boing. Opa, da? Was guckst du denn nach? Was hast du gefunden? Ich bin mal auf der Suche nach der Stammverteidiger. Kann ich das überhaupt auf der Telefon machen? Das kann natürlich sein, dass ich das gar nicht kann. Da muss ich gerade den Button suchen für die Stammverteidiger. Ach, X hast du gedrückt. Soll ich sie da umstellen? Es ist halt sehr nervig mit dem die ganze Zeit runterdrücken, wenn ich Stammverteidiger machen möchte. Ja, aber das hat funktioniert. Jetzt hast du den L2-Knopf kann linke Taste. Den ja, den, da habe ich das da. Nein. Kannst du das vielleicht umstellen? Nein, kann ich nicht, hast du doch gesehen. Hm. Ich kann nur auch die beiden hier umstellen, dann mache ich wieder so, Hauptsache es funktioniert. Nicht meine bei mir in den Controller-Einstellungen. Oh. Er ist winzig. Oh. Lecker Münzen. Oh, lecker. Nein, wir teilen uns die Leben, sehe ich gerade. Ich hab den, ich hab das Secret Exit gefunden. Guck mal, wo ich bin. Ich hab mein neues Zuhause gefunden. Ich hab ihn vernichtet. Guck mal, ich bin im Hintergrund. Das hast du nur mitbekommen, ne? Doch, habe ich mitbekommen. Konntest du nicht zu mir in den Hintergrund kommen? Daddy? Ah. Ja. Da ist doch noch irgend so ein Ballon. Wie gehst du dir gerade bopsen, ne? Ach, du hast dir den Elefanten geholt. Nee. Hast du das gerade gesehen? Jetzt habe ich den. Stehen bleibe. Guck mal, dann kommt er aus meinem Kopf heraus. Ah. Er schaut sich um. Den Weg hätte ich auch selber laufen können. Der Elefant ist lustig. Mhm. Noch eine 10er Münze. Das Spiel will von uns, dass wir das für die Feuerblume tragen. Hier hätte man Teamwork machen können. Scheiß Vieh! Oh, da ist wieder diese Wunderblume. Aber lass erstmal gucken, vielleicht ist hier direkt daneben. Oh. Ach, hast du schon eingesammelt. Die letzte 10. Sorry. Oder man muss all diese Dinger hier einsammeln, damit sie auftaucht. Die singen! Die Viecher singen! Ich weiß, du hörst das nicht. Es tut mir so leid. Aber die Blumen, die singen echt schön. Warum bringen sie sich um, wenn die so schön singen? Ja, bitte. Sie geben Münzen. Geldgeiler Sack. Ich finde das putzig, wie die da auch im Bild hängen. Ja, das war ja ein Erlebnis. Ich hab die eine Opfergabe geliefert. Oh, die kommen wieder. Ja! Geschafft! Nein! Ich glaube, wir müssen in jedem Level auch diese Flaggen mitnehmen, ne? Da war doch irgendwas mit Mario, wenn man alle Flaggen mitnimmt. Ja, dann... Was dann...
Sorry. Was machen wir mit den komischen Dingern? Ich dachte, wir wollten noch zurück. Ja, lass mal hier die letzte Zähnemünze suchen. Und natürlich auch die Flagge richtig mitnehmen. Wir haben die irgendwo übersehen. Hätten die Gumbas auch gesungen? Nee, da kommt der Wurm raus. Ah, okay, das war sie offenbar. Ich wollte nicht. Hast keine Wahl. Tschüss. Ich will nicht rein. Wir sind im Vordergrund. Was machen wir hier? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sammel's. Du weißt, wie man Röhren nutzt, ne? Ja. Ich wollte nur nachfragen. Das nennt man Hecken! Das ist voll die Schubelei! So, diesmal haben wir wirklich alle Zähnemünzen. Ja, das neue Mario ist schon lustig. Jo. Mir gefällt das Bild jetzt schon. Das geht sogar im Ducken. Was bist du? Es rennt auf jeden Fall weg vor uns. Oh, Beere, Beere. Oh, Beere kann man nur schlagen. Nein. Oh, lecker. Was auch immer man damit kriegt. Hab ihn! Das ist der nächste. Nein! Tali? Ja. Ich wollte fragen, ob ich dir helfen muss. Nee, alles gut. Du hast eine Mütze, komm her! Komm her! Scheiß auf alles, erstmal die Mütze. Hui! Hui! Das war kein Anschlag. Doch, war es. Oh, da ist schon wieder einer. Wenn du A gedrückt hättest, dann holst du die Items, die wir da oben links haben. Und wenn du in den Ballon reinspringst, dann kriegst du das Item. Nur so zur Info. Ja, bei mir ist das X, muss ich da einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass ich Mario spielen nicht mit X bzw. B springe. Was machst du da? Ich hab Spaß. Lol? Was? Hey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt schon ein bisschen brutal. Du Idiot, einfach stärkst am Motherfucker. Danke. Dich kriege ich noch. Ich sagte, ich krieg dich. Ach komm. Du musst, ich habe keine Elefanten mehr. Ja. Ja, ich hätte auch nicht mehr. Und wer ist schuld? War ich nicht? Ja, Sternenregen! Guck mal, es regnet Sterne! Komm hier! Du bist viel zu schnell! Ja, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Ja, gerade so nicht geschafft. Wolltest du wieder cheaten?
Nein. Ich bin einfach nur gestorben. Ich muss aber gerade mal einen Track weitermachen. Was haben wir als nächstes vor uns da? Guck mal, da wartet der Fiesling. Das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Dieser elende Bowser, er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Wahrscheinlich über das Ding. Huch. Ah, nehmen wir da vorne noch eine Propellerblüte, um zu ihm aufzuschließen. Ich würde aber sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Dass wir hier jetzt für diese Folge einen Cut machen. Ich hoffe, dass euch der Part heute gefallen hat. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann direkt am nächsten Tag wieder. Da geht's direkt weiter mit Mario. Yay! Bis dann. Bis denn.